Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Und wir müssen heute die Aufgabe, die letzte Aufgabe, jetzt hier noch schnell freischalten. Und das bedeutet, erhöhe den Level aller Sonnstein-Bushaltestellen auf Level 7, um, ja, das nächste Ziel zu erreichen. Und das wollen wir doch heute irgendwie hier versuchen zu schaffen. Und deswegen pinnen wir uns das Ganze mal an und schauen mal, ja, welche Haltestellen sind es denn noch? Wir sehen, insgesamt blinken da zwei Haltestellen. Wir hatten, ich muss mal gerade gucken, das war die neue. Nee, hatten wir doch keiner errichtet. Ich dachte, wir hätten eine neue errichtet, aber scheint dem nicht so. Die Strecke können wir hier mal löschen. Nope. Sowieso, die ganzen könnten wir hier mal löschen. Diese kleinen Linien hier, die bringen sowieso nichts. So, wir müssen schnell nochmal aufräumen hier. Flughafen, ja, kann gelöscht werden. Und da oben sehe ich die andere, die 69. Die kann ebenfalls gelöscht werden. So. Die würde ich hier gerne umbenennen wollen hier. Vase, wo die meisten Fahrer drauf waren. Hier, genau. Achso, ne, das Problem ist, da muss ich sie neu fahren, ne, wenn ich sie bearbeite. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Ach, guck mal, hier ist es nämlich. Hier, sag ich doch, die haben wir noch meiner Meinung nach in der letzten Folge noch erstellt. So, ja, gut. Dann werden wir die fahren. Fahrt beginnen. Ja, du kannst ja mal mit dem probieren, aber mit dem werden wir echt nicht, mit dem werden wir bestimmt nicht rumkommen. Mit dem werden wir nicht rumkommen. Dieses Monster hier. So. Bin für YouTube noch schnell erzeugen hier und dann können wir direkt durchstarten hier bei Nacht. Da darf nicht allzu viel los sein. So, Vorwärtsgang bitte und los geht's. Los geht's. Sehr mutig. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesstandard-Fahrkarte. Kriegst du? Danke. Bitte. Alidrin. Alles klar, weiter geht's. So, gut. Müllergasse. Wir niemals im Leben hätten wir das geschafft. Du meine Güte! Kommst du nicht rum? Kommst du nicht rum?
Ja, doch. Hat geklappt. Leider haben wir den hinter uns angedutscht. Nicht so schön. Da ist ein bisschen sehr viel Verkehr hier, wa? Eine Fahrkarte, bitte. So, einzeln. Danke. Also, was macht man denn? Zebrastreifen überholen. Der hat jetzt gelernt, dass es nie wieder macht. Ich höre sehr freundlich hier. Alles als ein Omsi. Das war's. Ich kann die Fahrt abschließen. Eine Kollision gab's. Sehen wir, ne? Wachstraße und Müllerstraße. Die brauchen wir, müssen wir leider noch auf Level 7 bekommen. Wie sich das ja jetzt einfach alle anzeigt. Viel zu viele Busse hier.
So. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, einzeln Student und drei an der Zahl sind 4 Euro. Danke. Letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele Überraschungen. Da jetzt nicht rausfahren. So, ja, ich habe übrigens auch geguckt gehabt für Leute, die sich jetzt hier zufällig für die Tourist-Bus-Simulator interessiert hatten. Ich muss das Projekt erstmal canceln. Da ich das mein System neu aufgesetzt habe, ist der Speicherstand weg. Großartig. Ja, hat sich der verabschiedet und wir dürfen das ganze Projekt eigentlich nochmal von vorne machen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich werde das ganze Projekt nochmal killen und werde es nochmal komplett von vorne machen. Da teilweise ja auch das Spiel manchmal teilweise echt komisch lief, der hat extrem lange gebraucht, bis er irgendwas nachgeladen hatte und alles was. Das sah ein bisschen albern aus. Deswegen machen wir das Ganze nochmal neu einfach. Aber ich würde sagen, das machen wir denn mit dem Mist auch weitergehen. Ich muss mich entschuldigen im Video, aber es ist halt nicht anders machbar. So, denn wir kennen das ganze Projekt komplett. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich muss halt sagen, ne, so pralle fand ich den Tourist-Bus-Simulator leider jetzt nicht. Sagen können, das ist jetzt. Nächster Halt, Müllergasse. Ich kann so nicht aussteigen. Oh, komm schon. Gestern sind wir an einer Rose vorbei. Ja, die habe ich auch gesehen. Motor ist mal ausgeschaltet. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag 7. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Student. 16,40. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln. Solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ah Gott. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich werde krank. Hä, wieso ist denn der immer noch nicht draußen? So. Das hat jetzt natürlich ordentlich sehr gekostet. Guck mal, jetzt auf einmal kann er stehen. Oh. Nächster Halt, Windfeld Ost. Ja, das lief jetzt natürlich richtig reibungslos. Oh Mann. Thank you.
Das hat mich gerade ein bisschen so durcheinander gebracht hier, dass der Bus halt überhaupt eine Fahrkarte wollte. Standard, okay. Danke. Station. Denn so, bestimmt noch mal fahren. Aber dann sollten wir es auf jeden Fall geschafft haben. Die Haustür abzuschließen. Das heißt, du musst zurückfahren. Wirklich nicht. Na denn, auf ein letztes Mal. Streckenplan. Und das noch schnell machen hier. Oh, nur den Zetra hier. Oh nee, darauf habe ich keine Lust. Fahren abbrechen. Das Problem ist, das ist ein so kleines Stück hier. Und wenn er sagt, dass hier die Strecke geändert wurde. Kannst du jetzt hier nicht mal hübsch ausweichen? Das hätte jetzt einen riesen Umweg gegeben jetzt hier. Nee. Ich brauche eine Fahrkarte. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Senior. Danke. So. Klasse. So, dann hat man heute noch ein paar Busmodelle. Na, so muss es doch sein. Ne? Kamel auf seine Kosten. Was ist denn das? Da ist irgendwie was hier auf diesem Stück hier.
Manche Busse bremsen echt so, so schlecht, ja. Mit dem jetzt hier schon deutlich früher bremsen müssen. Das ist leider gar kein Auto weit und breit in Sicht. Steigen. Wundervoll. Das sollte jetzt die letzte Fahrt gewesen sein. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Dann sollten wir jetzt auf den neuen Abschnitt, oder die neuen Aufgaben, zumindest Abschnitt gibt es ja keine mehr, die neuen Aufgaben auf jeden Fall freischalten. Überlegt die ganze Zeit so, was man so als Neues zum Beispiel machen könnte, falls man jetzt so wirklich nochmal sich überlegt, nochmal eine Kartenerweiterung zu machen. Was man denn so für eine Ideen hätte. Eine Großstadt gibt's ja eigentlich schon. Oh Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Landschaft, also Landstraße hast du jetzt auch ganz viele drin. Hafen drin, der Flughafen ist drin. Nächster Halt, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, super schwer, da irgendwie noch irgendwas zu finden. Wahrscheinlich irgendeine große, eine andere größere Nachbarstadt oder irgendwie sowas. Wiedersehen. So, Leute, jetzt hat das aber. Ja, einfach mal drin. Tada! Da haben wir's. So, schauen wir mal nach. Streckenplan. Sonst ist abgeschlossen. Und was kommt als nächstes? Gute Arbeit. Peter Baumann hat sich bei mir persönlich bedankt. Wir haben bereits die nächste Aufgabe bekommen. Der Bund möchte umweltfreundliches Reisen fördern. Wir sollen Sonnstein mit dem ZOB und dem Hauptbahnhof verbinden. Wir haben auch eine Werbung bekommen, die wir für diese Strecke verwenden sollen. Oh, erhöhe die Level aller Sonnenstimmzustand auf Level 8. Fahre die Strecke mit einem Erdgasbus und verwende die Werbeanzeige für saubere Luft. Stelle eine Strecke, die folgende Haltestelle verbindet. Neue Strecke. Machen Sie jetzt ein ganzes. Nein, was? Nein! So, die. Bearbeiten. Speichern. So, 74. Umwelt. Sonnenstein
Ja, ich würde ja gerne was auswählen. Das geht halt nur nicht. Ja, verwerfen. Neue Strecke. Ja, sind wir schon wieder mit dem Opfer zum Back gefallen hier. Das war natürlich. Jetzt hat er, alles klar. Oh, wirklich. Muss halt die Stelle neu anordnen. Oh, was macht er denn jetzt? Also die Steuerung hier teilweise in dem Menü, die ist echt abartig. Strecke bearbeiten. So. Genau, sonst, zack, da kommt das hier. Ist ja auch blöd. War das andere echt ein Umweg? Das wäre alles jetzt wir werden schön gebaut halt zumindest, ja. So sieht's besser aus, ne? Da ist diese blöde Müllerstraße wieder, die wir wieder nicht erreichen. Naja gut, ist dann halt so. Haben wir. Also wisst ihr, was nächste Folge hier auf uns wartet, wenn es weitergeht. Also unbedingt wieder einschalten, würde ich mich sehr freuen drüber. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst am besten ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, tschüss.